Komm bitte. Hey, habt ihr diesen Post gesehen? Total neu und interessant. Nein, Geckehirn, Kartoffelfarmen. Kennt ihr das neue Video von den Typen schon, die goldene Scheiße finden? Und die Studie vom CCC, wo unsere Daten hin verschwinden? Wir haben tausend und mehr Möglichkeiten, uns auszudrücken. Und weit mehr Informationen, die wir uns niemals merken müssen. Revolutionen wären heute ganz einfach organisiert. Aber uns interessiert mehr, wer unser Bild favorisiert. Was ist eigentlich mein Problem, mein Problem? Wieso kann ich nicht schlafen gehen? Einfach mal eine Pause machen, offline sein, nicht tausend Sachen, twittern, liken, kommentieren. Ich hab gar keine Meinung, ich will, ich muss mehr und mehr konsumieren. Reddit-User Gott 2.0 sagt, ich bin nicht internetsüchtig. Ist das heute nicht normal, dass Zeit und Entertainment flüchtig sind? Die Frage ist, wer flüchtet hier vor wem? Und warum sind uns alte Postings so unangenehm? Wir leben in dem neuen, tollen Medienzeitalter, in dem ich zweimal existiere. Online und in alter Form, in real life, bin ich vielleicht nur halb so cool, bekomme aber mehr Likes, die stehen nur nirgendwo. Was ist eigentlich mein Problem, mein Problem? Wieso kann ich nicht schlafen gehen? Einfach mal eine Pause machen, offline sein, nicht tausend Sachen, twittern, liken, kommentieren. Ich hab gar keine Meinung, ich will, ich muss mehr und mehr konsumieren. Ich will die Zeit anhalten, um zur Ruhe zu kommen. Dabei suche ich das Laute, schlage mir Nächte um die Ohren, damit mein Kopf voll bleibt mit ach so unwichtigen Dingen, die mich ablenken von. Habt ihr dieses neue super süße Katzenbild schon gesehen? Was ist eigentlich mein Problem, mein Problem? Wieso kann ich nicht schlafen, 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 schlafen gehen? Einfach mal eine Pause machen, offline sein, nicht tausend Sachen. Blog, retweet, like and share it, please. Das war doch gut. Ja. Videomäßig, ach scheiße, die war gar nicht an. Was? Ich schwöre, ich krieg mich auf. Einmal mit Profis arbeiten. Mit vollen Profis, ja.